zur Ausstellung Kranach der Jüngeren. Wittenberg gibt es hier in Dessau die Ausstellung Kranach in Anhalt vom alten zum neuen Glauben. Ja, Herr Dr. Michels, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Was kann man denn hier in Dessau sehen? Ja, Dessau ist gewissermaßen die Vorspeise zum Hauptgericht der Ausstellung in Wittenberg. Und zwar eine üppige Vorspeise, denn wir haben ein eigenes Ausstellungskonzept entwickelt, aber eine Vielzahl von Leihgaben aus ganz Deutschland hier zusammengetragen. So gesehen ist es eine wirklich sehr lohnende Ausstellung. Unsere eigenen Bestände spielen natürlich auch eine große Rolle, weil wir wirklich wohl sagen können, dass wir in Sachsen-Anhalt über die besten und herausragendsten Bestände von Kranach dem Älteren verfügen. Was sicherlich besonders interessant ist, und deshalb spreche ich auch von der Vorspeise, wir zeigen die Entwicklung vom katholischen zum protestantischen Kranach auf. Und wenn man das gesehen hat, versteht man auch eher Kranach den Jüngeren, dem in Wittenberg ja eine eigene Ausstellung schwerpunktmäßig gewidmet wird. Und so wird man auch diesem Künstler eher gerecht, weil die Stiländerung, die Änderung seiner Bildsprache eigentlich nur zu verstehen ist aus diesem Wandel des Glaubens vom katholischen zum protestantischen Glauben, das Thema der Reformation, und zwar wie sich die Reformation ausgewirkt hat auf die bildende Kunst. Das ist, denke ich, sehr erhellend. Können Sie da vielleicht so ein Beispiel nennen, woran man das erkennt, vom alten zum neuen Glauben? Weil gerade jetzt für die, die jetzt vielleicht nicht gläubig sind, gibt es da so ein paar markante Sachen? Ja, wir haben ein Beispiel. Maria wurde von den Katholiken als Himmelskönigin aufgefasst. Für Luther ist sie nur eine Magd Gottes. Also sie wird von den höchsten Himmelssphären auf die Erde runtergeholt, wird zum einfachen Menschen wie du und ich. Und das ist, denke ich, sehr aufschlussreich und geradezu symbolisch. Genauso wandelt sich das Bild von Christus. Christus, der bei den Katholiken immer als der geschundene, gemarterte dargestellt wird, mit dem man Mitleid haben muss, wird im Protestantismus eher zum Heiland, zum barmherzigen Gott, Gottes Sohn, zu einem Kinderfreund und eben zu einem Menschen, der den Gläubigen nicht ängstigt und ihm wie ein Freund nahe ist. Und so eine Entwicklung kann man zum Beispiel auch nachvollziehen. Dann noch vielleicht ein bisschen spektakulär, wie mit dem Thema Hölle umgegangen wird. Wir haben Höllendarstellungen hier, zeigen auf, welche Bedeutung sie überhaupt hatten. Und da ist die Entwicklung dann so, dass im Protestantismus die Hölle eigentlich nur noch für die Katholiken da ist, die dort in der Hölle dann den Papst als wilden Mann, als Teufel antreffen. Und das sind wirklich auch sehr, sehr unter die Haut gehende und teilweise auch spektakuläre oder bitterböse Darstellungen, die auch Spaß machen. Sie haben hier auch einen ganz besonderen Ort. Können Sie das nochmal erklären, wo hier diese Ausstellung zu sehen ist? Ja, die Ausstellung findet im Johannbau statt. Das ist ein Flügel des Dessauer Schlosses aus der Frührenaissance, also aus der Zeit von Kranach dem Älteren. Und da die Fürsten von Anhalt-Dessau Hauptauftraggeber der Kranach-Werkstatt waren, ist davon auszugehen, dass sich auch Kranach hier aufgehalten hat. Und insofern ist es ein wirklich authentischer Ort, der auch mit seiner Außenfassade sehr schön wiederhergestellt ist und ganz für die Zeit steht. Und neben dem Schloss in Torgau zu den bedeutendsten Schlossbau der Frührenaissance in Deutschland oder in Mitteldeutschland darstellt. Die Ausstellung ist jetzt bis Ende November, bis 1. November zu sehen. Ja. Genau, also passend zu der anderen in Wittenberg. Richtig. Gut, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Danke Ihnen.